So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ein neues Unboxing im Megascott-Stil. Denn wir waren letztens bei McDonald's und da haben wir etwas entdeckt. Das ist unglaublich. Es handelt sich dabei um diese Tüte McDonald's Fraß. Aber da ist kein Fraß drin, sondern ein McFlurry Duschgel. Das ist das McFlurry Duschgel von McDonald's und das wollen wir jetzt einmal testen. Dafür werde ich mich jetzt entkleiden und in diese Badewanne hinter mir mich reinsetzen. Für den McFlurry Duschgel-Test entledigt ihr euch natürlich zuerst all eurer Kleidung. Das heißt, die Gummischuhe müssen natürlich ausgezogen werden. Die Strümpfe kommen fort. Als nächstes folgt die Hose. Die muss auch fort. Zack. Weg mit der Hose. Weg mit dem Rest. Obenrum. Moment. Die Brause ist an. Und das ist wichtig für das McFlurry Duschgel, dass der Körper richtig nass ist. Auch die Haare nicht vergessen, der Kopf möchte auch nach McFlurry riechen. Dann öffnen wir das erste Mal das McFlurry Duschgel von McDonald's, nehmen diese Schutzfolie ab, versuchen dieses Duschgel aufzuklippen, was sehr schwierig ist. Ich habe jetzt schon 5-mal dagegen gedrückt, ich schaffe es einfach nicht, das heißt, ich versuche es mal aufzudrehen. Die Packung ist ziemlich unhandlich, also ich kriege es gar nicht richtig auf. Jetzt sind auch noch die Hände nass, weiß ich gar nicht, wie man das machen soll. Am besten ich steche ein Loch rein und mache es dann drauf. Jetzt verstehe ich das, das McFlurry Duschgel hat neben dieser Folie auch noch eine zweite Schutzfolie um den Verschluss herum gehabt, sodass ich es gar nicht hätte öffnen können. Jetzt lässt sich die Verpackung auch viel leichter öffnen. Die McDonald's McFlurry Duschgel Packung ist jetzt auf. Es riecht irgendwie ein bisschen nach Gebäck, nach Spekulatius Winter, habe ich den Eindruck. Wir machen uns mal was auf die Hand vom McFlurry Duschgel. Es ist nicht transparent, es hat eine leicht weißliche Note. Es sieht sehr verdächtig aus. Wir verteilen es mal auf den Händen. Ihr seht schon, da fängt es ein bisschen an zu schäumen. Wir testen auch gleich die Verträglichkeit mit den Augen, ob es brennt oder nicht. Den Rest schmieren wir an den Körper, damit wir auch überall nach McFlurry riechen. Ich muss sagen, mein Geschmack ist es nicht. Es riecht viel zu süß, viel zu gebäckartig, wie im Gewürzhaus. So, das McFlurry Duschgel ist nun vollständig vom Körper abgewaschen. Es riecht jetzt nicht mehr so aufdringlich, etwas besser als davor, aber das reine Einreiben mit dem Duschgel, McDonald's McFlurry Duschgel, war für mich keine Freude. Ich gebe dem Ganzen 1 von 10 Duschgel-Punkten. Würde ich nicht empfehlen. Kriegt von mir kein Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Und Grüße an den Megascott. Was man für dich alles macht.